Erstes Testspiel im Trainingslager am Gardasee. Der FC Bayern gegen eine regionale Auswahl aus dem Trentino. Mit dabei, und zwar von Beginn an, Arjen Robben. Nach der enttäuschenden Saison braucht der Holländer wieder Erfolgserlebnisse. Mit Tom Starke, Dante und den zwei Offensivkräften Xherdan Shaqiri und Mario Mandzukic stehen auch vier Neuzugänge in der ersten Halbzeit auf dem Platz. Die Bayern in den roten Trikots gleich von Beginn an tonangebend gegen die in Blau agierenden Italiener. Der Youngster Marcuz zieht ab und er ist drin. Die frühe Führung für den Rekordmeister in der sechsten Spielminute. Nach 10 Minuten dann der erste Auftritt von Arjen Robben. Der 28-Jährige schießt und Tor! Das 2:0 für die Bayern. Die Auswahl aus dem Trentino in der Anfangsphase völlig überfordert. Der Rekordmeister legt bereits nur eine Minute später nach. Erneut ist es Marcuz, das 3:0 in der 11. Minute. Dann auch mal Mario Mandzukic in Aktion. Und der Kroate bedankt sich für den Platz in der Startelf mit seinem Tordebüt für die Bayern. Bei der EM dreifacher Torschütze. Gegen die Trentino-Auswahl macht er das 4:0. Noch 10 Minuten bis zur Pause. Die torhungrigen Bayern weiter im Vorwärtsgang. Vor allem Arjen Robben. Der Holländer mit dem Schlenzer und Tor! Das 5:0. Marke Traumtor. Und auch den letzten Treffer in Halbzeit 1 erzielt Robben 2 Minuten vor der Pause. Sportvorstand Matthias Sammer lobte am Nachmittag Robbens Trainingsleistungen. Der Holländer zeigt jetzt, dass mit ihm in der kommenden Saison zu rechnen ist. Der Dribbelkünstler hat sich eine Menge vorgenommen. In der zweiten Hälfte wechselt Trainer Jupp Heynckes alle 11 Mann aus. Und die Neuen machen da weiter, wo Robben aufgehört hat. David Alaba mit dem 7:0 in der 52. Minute. Es folgen die 12 Minuten des Kevin Friesenbichler. Der Landsmann von Alaba mit einem lupenreinen Hattrick. Bereits nach 66 Minuten steht es 10:0. Den Schlusspunkt setzt dann Neuzugang Claudio Pizarro. Der Peruaner zur Hälfte eingewechselt mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze. Ein tolles Tor. Sein Treffer zum 11:0, 10 Minuten vor dem Ende, gleichbedeutend mit dem Endstand. Die Bayern sind heiß gelaufen. Am Freitag gibt es dann den ersten Härtetest. Dann geht es gegen den SSC Neapel.